Es ist Donnerstag, der 4. April 2013. Hier ist die Sendung Macht und Menschenrechte auf Radio Jungle Drum. Guten Abend. Mein Name ist Volker Reusing. Heute geht es um Bilderberg. Dort spreche ich nachher mit dem amerikanischen Journalisten Jim Tucker. Danach werde ich mich mit der griechischen Journalistin Marina Spanos vom Hellas Frappé-Blog unterhalten über die aktuelle Situation in Zypern und danach ganz aktuell einige Neuigkeiten, die den Frieden betreffen und mit der Denkfabrik European Council on Foreign Relations zu tun haben. Kommen wir nun zum ersten Thema. Heute Abend dürfen wir Jim Tucker begrüßen, der seit 1975 über Bilderberg geforscht hat. Today we have the honor to speak with Mr. Jim Tucker, who has done research on Bilderberg since 1975. Guten Abend, Herr Tucker. Good evening, Mr. Tucker. Moment, please. When have you started, or what made you start to investigate on Bilderberg? And where can we read about your key findings? Well, in 1975, I came to Washington. I've been with the daily newspapers for 20 years, some large, some small, Richmond, Virginia Times, Dispatch, Akron, Ohio, Beacon Journal. And for 20 years with wire machines buzzing by my ear, I had never heard of the word Bilderberg. And then I accepted the job in Washington at Liberty Lobby. And the project was to invent a newspaper called The Spotlight, now known as American Free Press. I was asked what I thought about Bilderberg, and I had no idea what they were talking about. I said, who in the hell is Bilderberg? And then they gave me a folder full of information on Bilderberg. And I became fascinated and outraged that these international financiers, heads of state from Europe, high officials of the American government, could meet secretly to plan our lives every year and it not be published at all in the mainstream American media, just completely ignored. I'd just like to translate. I just raised the question if 125 movie stars had met for 3 days behind closed doors, the newspapers go crazy trying to find out what transpired between movie stars. Just when 120 just a short break. The world's most powerful men secretly, no curiosity at all. It made no sense. I then became a Bilderberg hound, they called me. And started chasing them all over Europe and North America. And the Americans attending Bilderberg meetings are criminals because it's against the Logan Act, an act passed by Congress and expanded over the years, makes it illegal for private American citizens to meet with government officials to plan policy behind closed doors. They can do it if the public is allowed to observe. They can say no questions. They can make a rule saying no questions from the audience and all that stuff if they want to. But it's a crime if they hold such a meeting behind closed doors without the public being allowed to observe. Just so I started chasing those turkeys all over the world, and I found out that the decisions they make affect all of our lives, everyone, because they manipulate the oil prices of oil. It's a tax, so that anybody who drives a car, rides a motorcycle, or cooks food, is or heats a home, is paying a tax. Is paying a higher price because of the manipulation of oil production by the Bilderberg and their brother group, the Trilateralists, who... Just let me a moment translate.
Herr Tucker hat 20 Jahre für verschiedene Zeitungen gearbeitet. Dann ist er zu einer Zeitung namens Spotlight gekommen. Da hat er zum ersten Mal von den Bilderbergern gehört. Heute heißt die Zeitung American Free Press. Und er hat seit 1975 hat er geforscht über Bilderberg. Und manche nennen ihn auch einen Bilderberg-Spürhund, weil er ihnen ständig auf den Fersen gewesen ist. Und ja, die Bilderberger treffen sich im Geheimen. Auch Journalisten, die dort sind, Spitzenpolitiker, die dort sind, wären da 125 Filmstars, nicht 125 Leute aus Politik und Medien. Dann hätte man bei jedem berühmten Menschen gefragt, welches Kleid hat sie Frau getragen. Aber dort werden von außen keine Fragen rangelassen, die die Bilderberger nicht haben wollen. Und die Gefahr besteht, dass, weil sie im Geheimen Dinge bereden, dass dort zum Beispiel auch Verbrechen besprochen werden können. Und vor allem ist auch die Gefahr, oder geschieht tatsächlich, dass für die Kriegsproduktion die Kosten auf andere Bereiche abgewälzt werden. Kosten, die eigentlich zur Kriegsproduktion gehören, dass man das bei Kauf ziviler Produkte mitbezahlt. Und auf die Weise, also wenn Steuern für die Kriegsproduktion erhoben, ja, für die Kriegsproduktion, und die bezahlen wir alle bei den Produkten, die wir kaufen, mit. Also insoweit betrifft es unser aller Leben. You have mentioned a war production. In how far is Bilderberg connected to war production? Bilderberg met in England, as in the island of England, three times over the years, in April of 1977, in March 31, April 2 in Cambridge, and September 13, 15, 1958 in Buxton. Now, we have to understand that when Bilderberg says they're meeting in London, is a they're expected to this year. It's like everywhere where they say they're going to meet in Cambridge or in or Torquay, they're meeting a huge resort, maybe 20 or 40 miles from that city. Not rarely would they meet downtown, because to find such a resort where they can hire local police in the in Europe, the army and so forth, to give them layers of uniform protection at the outside the gates, to try to keep the reporters out. Then they have their own private security of a large number of them inside the gates to trap anybody who tries to climb the wall or climb the fences, which I've done a few times. They go to all that trouble because what they're doing is evil. Evil deeds are done under cover of darkness. Good deeds are done in sunshine. And these guys are doing evil deeds that affect everybody on this earth, as I mentioned, who eats food, drives a vehicle, or heats a home. They're all paying with gasoline at the wellhead. Now, the price of gasoline is going to go down this summer, at least in the United States, but then it will go back up in the fall. And they'll blame that on the cost of oil or something. But every year, the final price is higher than it was the year before. In Europe, I understand, in some places they're paying $7 a gallon. Not so many years ago in the United States, it was 35 cents a gallon of gasoline. Now it's almost $4, and will be before the summer is over. So what they do affects all of us. Die Besteuerung
Auch vom Benzin, auch die Steuererhöhung, viel davon geht eben in die Rüstung. Und ja, ich hatte gefragt, inwieweit Bilderberg mit der Rüstung verbunden ist. Und vieles geht eben etwa eine Steuererhöhung in die Rüstung, auch Steuern auf Benzin. Bilderberg wird sich dieses Jahr voraussichtlich in der Nähe von London treffen, hat sich dort schon dreimal in Großbritannien verschiedenen Orten getroffen, unter anderem 1977, 1958 auch. Ja, viele Politiker, die bei Bilderberg gewesen sind, für die scheint es danach in ihrer Karriere nach oben gegangen zu sein. Darunter sind zum Beispiel Bill Clinton, war bei der Bilderberg-Konferenz 1991, wurde 1992 US-Präsident. Georgios Papandreou war bei der Bilderberg-Konferenz 2009, wurde 2009 griechischer Premierminister. Olaf Scholz, Bilderberg-Konferenz 2010, wurde Bürgermeister der deutschen Stadtprovinz Hamburg 2011. Christine Lagarde 2011 bei Bilderberg-Konferenz, wurde 2011 Geschäftsführerin des Internationalen Währungsfonds. Und several politicians, or even many politicians who have been at Bilderberg conferences, have had a steep rise of their career after their visit to Bilderberg. For example, Bill Clinton was there 1991 and has become US President 1992. Georgios Papandreou has been at Bilderberg 2009, has become Prime Minister of Greece 2009. Olaf Scholz has been at Bilderberg 2010, has become Mayor of the German province Hamburg 2011. Christine Lagarde has been there 2011, and has become CEO of the International Monetary Fund 2011. Are there do you know more examples of politicians who have been at Bilderberg and have soon after their visit to Bilderberg had a steep rise of their political career? Bilderberg always invites two or three people who've never attended before, normally a head of state or a high official. When they come to this country, they're considered a potential president. But not all of them sign off on Bilderberg afterwards. I remember Lady Thatcher, when she was prime minister, attended her first and only Bilderberg meeting, had nothing to say, and walked out with no comment, nothing to say during the Bilderberg meeting, of course, not published in the newspapers. Well, at that time, we'd gotten some newspapers from Europe and a few independent journalists in the United States to start getting attention. But I had the pleasure of speaking for a while with Lady Thatcher at a reception in Washington shortly afterwards. And I asked her reaction to Bilderberg, and she denounced Bilderberg. She said, this is almost a direct quote, that she would never surrender a bit of British sovereignty to the international organization which Bilderberg demanded. She would not. She said, we could have treaties, we're part of NATO, and we're part of other treaties, but we do not surrender one ounce of national sovereignty. And Britain, Britain is still only Euro country. Well, no, there's another Euro country. One of very few Euro countries if not embrace the euro. Well, of the European Union countries, does not embrace the euro as currency. And you explain that currency is a symbol of sovereignty. And Britain still uses the pound and not the euro when they do business. So it's because of Lady Thatcher that Britain is not now dealing with euros instead of the pound. We still use the pound, and that is wonderful. When and at which year did Margaret Thatcher
visit Bilderberg and leave Bilderberg without having spoken there? I think Ireland is the other country. I could look it up, but it'd take too long. Okay. Margaret Thatcher ist bei einer der Bilderberg-Konferenzen gewesen und hat sich geweigert, dort zu sprechen. Und ja, wenn ich Herrn Tag richtig verstanden habe, war es wegen der britischen Souveränität, dass Bilderberg nicht gut für die britische Souveränität ist. Und wie wichtig den Briten die Souveränität ist, sieht man auch daran, dass sie nicht die Währung Euro aufgenommen haben, weil für die Briten die eigene Währung, das Pfund zu haben, ein wichtiges Zeichen ihrer eigenen Souveränität ist. Meine Rückfrage, wann, in welchem Jahr Margaret Thatcher bei Bilderberg war, und konnte mir jetzt aus dem Gedächtnis nicht sagen, aber ich denke, das wird man nachlesen können. In 1989 ging es bei Bilderberg unter anderem darum, ob man aus der Europäischen Union einen Staat machen sollte, in der Form durch eine gemeinsame Währung oder durch eine gemeinsame Wirtschaftspolitik. Jetzt eine der Personen, die damals da waren, damals als stellvertretende Vorsitzende der Sozialdemokraten, war Professor Dr. Hertha Däubler-Gmelin bei der Bilderberg-Konferenz 1989. Und letztes Jahr, 2012, war sie eine von zwei Leuten, die eine Verfassungsklagen vertreten haben, wo es um diese Themen geht, wie viel, ob man eine EU-Wirtschaftsregierung will, wo es um Verträge rund um den Euro geht, ESM, Fiskalpakt und so weiter. Und wo sie eine Klage vertreten hat, die eine Volksabstimmung will, ob unsere Verfassung geöffnet wird für diese Mechanismen. Professor Dr. Hertha Däubler-Gmelin has been at the Bilderberg Conference 1989 and two of the issues at that time have been if one should make a state, a country of the European Union, and if one should do it via common currency or via economic policy. And last year she has represented several constitutional complaints which have posed the question whether we should make a referendum to open our national constitution for mechanisms as ESM, as fiscal compact, which are about creating economic government in connection to the currency euro. Da ist meine Frage, was wissen Sie über diese Tagesordnungspunkte 1989 der Bilderberg-Konferenz? What do you know about these two issues of the agenda at 1989? 1989, they ended up ending the Cold War after they proposed joint ventures for the Soviet Union were underway, and so they promised a $1 billion aid package to Poland as a reward for moving toward freedom. Now, Poland at that time, of course, was part of the Soviet-controlled East Bloc. They proposed to Gorbachev, the leader of the Soviet Union, to create a super state, actually create the European Union, and after the that meeting, Gorbachev sort of surrendered, and Poland was rewarded with all kinds of aid for holding the first free elections. And at the time, it was thought that Poland would, elections would be rigged. There'd be
there had always been a small independent party of anti-communists in Poland. And then there's the current parliament dictated by the and approved by the Soviet Union. And there's a third of party of some kind. So when these independent Polish voters are campaigning against Soviet control, Gorbachev yielded, ended up coming to America himself, where he still is. So I think he's, unless he died recently, I'm not sure. No, I don't think he's dead yet. Still has that purple stain on his head. And the Poles simply threw off the Soviet Union, became an independent country, and the Congress government surrender ceased to exist, and the Cold War ended in 1989 with the East Berliners jumping across the wall. Hundreds of them killed over the years by Soviet snipers as they tried to rush the 500 yards after climbing the wall to freedom in West Berlin. But then they tore the wall down. President Reagan was there then and said, "Mr. Gorbachev, tear down this wall." And the wall, and the people of both sides started tearing down that wall. And a chip of a piece of that wall down is a valuable type of. 1989 war das Ende des Kalten Krieges und auch die Bilderberg-Konferenz stand in dem Zeichen, dass der Ostblock Auflösungserscheinungen zeigt. Und da haben wir letztendlich gesehen, dass die Berliner Mauer gefallen ist. Das war das wichtigste Ereignis damals für die Beendigung des Kalten Krieges. Aber es gab schon vorher in einigen anderen Staaten im Zeichen, dass der Kalte Krieg enden würde, auch zum Beispiel in Polen. Und zu der Zeit hat man auch gleichzeitig nachgedacht, auch schon darüber, aus der Europäischen Union einen Superstaat zu machen. In fact, old Joseph Stalin's own daughter, he died, I think, in 1955 or some such time. His daughter, her father's bedside when he died, he moved to the United States and became an American citizen and married an American, is happily living in the United States now. Because all those years from the during brutal Soviet occupation of Moscow and the so-called East Bloc, there was a great hunger for freedom by so many people, including Stalin's own daughter. Stalin was a very cruel man. He was responsible for 120 million dead throughout the world in World War II, in the brutal occupation of East Germany and East Berlin and other places. But even his mother was interviewed by Enterprising magazine after. Back during that period, and Stalin had been born in a hut in Georgia, as in not the state of Georgia in Virginia, but Georgia, part of the Soviet Union, in a squalid hut where you had to walk a mile to get water in a bucket from your common well site. And his mother told the magazine, "I know my son rules in the Kremlin. If he had only stayed in the church today, he might even be a priest." Well, Stalin was reared a Catholic. We shouldn't tease Catholics, because Adolf Hitler was also reared a Catholic. But, yeah, you can tease your Catholic friends that way if you want to. Stalin and Hitler were both reared Catholics. But they did sort of break with the faith, I would say.
responsible for so many millions of dead people during and after World War II. Bild geben von dem Kalten Krieg. Selbst die Tochter Stalins musste damals die Sowjetunion verlassen, ist damals in die USA ausgewandert. Und Stalin war ein sehr grausamer Mensch und hat viele Menschen auf dem Gewissen und um Eindruck zu geben von der Bedeutung des Endes des Kalten Krieges. Yeah, I very much enjoyed talking to you today. Is there any final question? One moment. Beispiele kennen Sie, dass Politiker Themen aufgegriffen haben, die auf der Bilderberg-Konferenz gewesen sind? Which examples do you know that politicians have picked up issues which have been on the agenda of the Bilderberg meeting? Themselves have been. Yes, members of Congress, some who have attended Bilderberg meetings before, they were embarrassed by those constituents into not going. Of readers of the American Free Press will call up their congressmen and senators. If they don't know what Bilderberg is, they'll tell them and explain to them why they dare not vote, or if they don't denounce Bilderberg, they be opposed, they'll not get their vote in the November election. Of course, there's always Ron Paul, the great Republican congressman from Texas, well, retired now, but served until quite recently. Denouncing Bilderberg on the floor of the House, which forces its attention on Bilderberg, which they don't like. And we're winning this battle with Bilderberg because a few years ago, I think several years ago now, we had published the location of the Bilderberg meeting in local newspapers from Norway or some place. Our readers called up and said, who lives within 200 miles of the radius of the site, said, should we alert the local media? And I said, yes, please do. Something I should have thought about years and years earlier. So it was a lot of fun to get off the airplane and watch Henry Kissinger and the other Bilderberg turkeys walking from their airplane toward their limousines that would drive them to the Bilderberg meeting, or their helicopters, which would fly to the Bilderberg crime scene, and be confronted with all these cameras and reporters with pencil and pad in hand, yelling questions. They were simply stunned and flabbergasted. And ever since then, and we know where Bilderberg is being situated, well within London, in the 200-mile radius of London, all of our readers will be asked to alert their local media, both broadcast and print, about the meeting, let them know about it, explain to them why it is if they don't know, and every year the crowds get bigger. We had the last Bilderberg meeting in Chantilly near Washington last year. They had more than 1,200 people on hand, including about 500 journalists, many from Europe and many from American Independent Press, that is, the South Carolina newspaper, the article in Charleston, South Carolina, independent, family-owned. They're not metropolitan. They're not part of a huge chain where the word Bilderberg is blacked out in order not to report on Bilderberg. So
mentioned, being forced in Bilderberg now, it gets better every year, a bigger turnout every year, and we'll have a big turnout once we find the actual location, which I think we will, for the meeting, and within about 20 or 40 miles of London from Knob Resort. Okay. I think we're on the way. It's been a lot of fun. Enjoyed talking to you. And any of your listeners who want a signed copy of my non-profit price, $25, just give my email address and I'll sign a copy and send it to them. I'll translate. Ich habe gefragt, welche Beispiele Ihnen bekannt sind, Politikern, die die Themen aufgegriffen haben von den Bilderberg-Konferenzen, bei denen Sie gewesen sind. Und er hat daraufhin dazu aufgerufen, die Hörer, dass und sie helfen herauszufinden, wo Bilderberg-Konferenzen sind, genau. Und auch dort erscheinen und dort Transparenz hinbringen. Dieses Jahr sind 1200 Leute in der Nähe von Washington gewesen bei der Bilderberg-Konferenz, da von allein 500 Leute aus Europa. Und dieses Jahr ist es das Wahrscheinlichste, dass es im Umland von London sein wird. Und man wird es auch dieses Jahr wieder herausfinden, rechtzeitig wo stattfinden wird, und es werden von Jahr zu Jahr mehr Leute, die dorthin kommen und Fragen stellen und alles über Bilderberg wissen wollen. Die Ergebnisse seiner jahrzehntelangen Forschung zu Bilderberg findet man bei American Free Press in den Bilderberg Diaries. Es kostet $25 und er macht da keinen großen mit, ist nahezu was zum Selbstkostenpreis, wenn man bedenkt, was er in die Arbeit investiert. Bei American Free Press findet man. Oder direkt an Herrn Tucker wenden. I would just like to pose two questions. Okay. You have said that the Bilderbergs are related to the trilaterals and to other networks. How does it work? Is there any organization at the top of the network? Well, the trilaterals are about 300 members, and they do have a website. They are a little bit more public, but the senior Bilderberg leader, David Rockefeller and others, created the Trilateral Commission in 1954, and the Trilateral Commission's job is to sell the Bilderberg program to the American people through the newspaper broadcast outlets without ever identifying, the Bilderberg as their partner. Mm. The leading Bilderberg guys dominate the Trilateral Commission, and the Brookings Institution has 3 members, but about 20 of them are Bilderberg boys who, the Brookings Institution will come out with a white paper 4 times a year advocating Bilderberg's program without Bilderberg, of course. Hmm. They have those ways of reaching the public while remaining secret. How far are they connected to the Council on Foreign Relations and all the daughter think tanks of the Council on Foreign Relations? Yes, there is a list of the CFR, which CFR will also be reporting, advocating the Bilderberg program while Okay. Ich habe gefragt wegen bezüglich des Netzwerkes von Bilderberg, Trilateralen, Council on Foreign Relations.
wie diese zusammenwirken und ob es eine Organisation an der Spitze gibt. Und die Trilateralen sind öffentlicher als Bilderberg. Trilaterale haben 300 Mitglieder und präsentieren auch Dinge, die bei Bilderberg besprochen worden sind, der Öffentlichkeit, sagen aber nicht, was von Bilderberg kommt, vor allem der amerikanischen Öffentlichkeit. Und es gibt auch die Brookings Institution mit 3000 Mitgliedern. Auch die veröffentlichen Dinge, die bei Bilderberg besprochen worden sind, aber auch nicht mit dem Namen Bilderberg. Meine Rückfrage, wie weit Bilderberg mit dem Council on Foreign Relations verbunden ist, ist, dass auch der Council on Foreign Relations eben auch im eigenen Namen Dinge veröffentlicht, wo eben auch manches von Bilderberg kommt. Enjoy talking to you and let's get together again. Many thanks. Many thanks for taking your time. Welcome. Goodbye. Nun hören wir etwas Musik und ein kurzes Musikstück und danach werde ich mit Marina Spanos über Zypern sprechen. Oui. Disintegrated, built like a
Ja, hier ist der zweite Teil der Sendung Macht und Menschenrechte auf Radio Jungle Drum am Donnerstag, den 4. April 2013. Mein Name ist Volker Reusing. Nun spreche ich mit Marina Spanos von Hellas Frappé. Hallo Marina. Hallo, hallo Germany. How are you tonight? Oh, I'm well. We are going to speak about Cyprus, but at first, I want to call to our heroes about to support Hellas Frappé. Thank you for giving me the opportunity to ask for help for Hellas Frappé. Hellas Frappé needs help to continue operating because we only work with donations from the people. Or from the traffic, that's it. And things are very, very difficult in Greece. And if anybody is listening and they want to help, please, please, please help us continue this blog. It's a very, very big operation and we are trying to get the truth out there and we need everybody's support. Thank you. Thank you. Thank you for giving me this opportunity to say that. Hellas Frappé. Wir wissen von der griechischen Wirtschaftskrise und Hellas Frappé Arbeit lebt davon, von den Leuten, die auf den Blog klicken, von der Zahl der Klicks, danach bestimmen sich Werbeeinnahmen und davon, dass Leute freiwillig für die dort veröffentlichten Informationen freiwillig einen Betrag geben. Ich möchte ergänzen, da auf der Seite ist ein PayPal-Symbol. Wer Hellas Frappé-Blog unterstützen möchte, kann dort auch online einen Betrag zur Unterstützung geben. Man kann natürlich auch dort inserieren. Und die griechische Wirtschaftskrise hat auch Marina Spanos finanziell getroffen und braucht Unterstützung, um den Blog weitermachen zu können. Ich möchte ergänzen, durch Marina Spanos Unterstützung, dass sie uns geholfen hat, Informationen zusammenzusuchen, ist es uns auch möglich gewesen, in relativ kurzer Zeit nach Den Haag zu gehen, zum Internationalen Strafgerichtshof, dass wir notwendige Informationen und Statistiken hatten und es unsere Anzeige gegen unbekannt zu machen, dass wir es geklärt wird, ob ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit verübt wird. Und jemand, der sich so mutig für Griechenland einsetzt, ich finde, verdient es, hier und unterstützt zu werden. Ob man ein paar Euro spendet, natürlich keine NGO, kann nicht per Spendenquittung, um dem Blog zu helfen, dass sie ihre Arbeit weitermachen kann, oder ob man vielleicht selber Werbung schaltet, sie kontaktiert. I've said that you have supported us for our charge against unknown regarding Greece. There's a crime against humanity done it against a Greek population, and that you have supported us with very many very important pieces of information, and that it's now important to support your work because also you have been hit by the financial crisis and now seek support to go on with your very important work. Thank you very, very much for that. Thank you very much. Und wenn jemand unserer Hörer vielleicht selber wenig Geld hat, man kann auch zu dem Blog verlinken und dass sie mehr Klicks auf ihrer Seite hat, das ist auch eine Möglichkeit. Oder ein Feed einrichten. Wenn man ein Feed einbettet auf der eigenen Seite von Hellas Frappé, auch das bringt zusätzliche Klicks. Aber am besten, am meisten hilft auch finanzielle Unterstützung. Wenn viele Leute etwas helfen, kann der Blog gut weitergeführt werden. Other possibilities, if our listeners or readers do not have much money, they can make a feed of your blog so that you have more clicks or link to your blog. But also money is needed. Yes, there's a PayPal button on the blog. They can make any donation they want from 1 euro to as much as they want. I don't care. If they cannot help, that's still okay. As long as they read the blog
Every so often, slowly, I will make some money from the hits, from the traffic. Okay. Wenn die von einem Euro oder auch mehr, wie viel die Menschen unterstützen möchten, es ist okay, auch wenn viele Leute auf den Blog klicken, das bringt eben auch Werbeeinnahmen, dass sie ihre Arbeit weiterführen kann. Okay, nun möchte ich über Zypern reden. Zypern hat einen Kredit von der Troika bekommen, vom ESM. Cyprus has got loaned by the ESM with, mit Auflagen von der Troika, with credit conditions from the Troika. Was weißt du darüber? What do you know about this? I didn't understand your question. Repeat, please. What do you know about the loan that Cyprus has got and about the credit conditions? Okay, I'm going to say a little so you can translate, because okay. the Cyprus issue is very, very special. First of all, it's everybody's starting to realize that it's not a financial crisis. It's 1,000% geopolitical. Es ist 1,000% geopolitisch, mehr als es überhaupt eine Finanzkrise ist, gerade bei Zypern. And the reason I say this, before we go to the Troika, is because when the money that Cyprus is asking is nothing, is not even 2% in front of the money that it's going to make from the natural gas and oil in its waters. Das Geld, worum Zypern jetzt, wonach Zypern jetzt verlangt, was Zypern jetzt benötigt, das ist nicht mal 2% im Verhältnis zu dem Erdgas, was sich in den Hoheitsgewässern Zyperns befindet. And another thing, this was all fixed because some of the people in the Cyprus leadership have been charged of moving their money weeks before this the banks closed in Cyprus. Leute aus der politischen Führungspersönlichkeiten aus Zypern sind beschuldigt worden, Wochen bevor die Banken geschlossen worden sind, Geld aus Zypern weggebracht zu haben. Und daher besteht der Verdacht, dass das im Vorhinein schon abgesprochen war, was kommen würde. Again, I have to say this before we go to the Troika issue. Also, another issue that is very, very important is they are trying to bring up again the Annan plan for Cyprus. This plan makes two it's like they recognize the northern part of the island as a country. Right now, no country in the world recognizes the northern part of the island, and the reason is because it's been invaded illegally by Turkey. Okay, maybe you should explain that. Es gibt einen neuen Vorstoß, den anderen Plan wieder aufzugreifen für eine Lösung für Zypern, und zwar, dass man aus Zypern dauerhaft zwei Staaten macht. Die Türkei ist im Norden Zyperns einmarschiert und vor vielen Jahren, und kein Staat der Welt hat Nordzypern jemals als einen eigenen Staat anerkannt. Und das ist jetzt wieder in der Diskussion. Now, two governments ago in Cyprus, the Papadopoulos government, when Kofi Annan took the plan to the island to make peace north and south, Papadopoulos said no, because he knew that it would be a disaster for the island, for the country. It would be a disaster. And they were doing this because Turkey, they want Turkey to be a regional power in Eastern Mediterranean and Aegean. Turkey and Israel. I'm sorry, Turkey and Israel. Maybe you should explain that.
der zwei Regierungschefs vorher, vor dem jetzigen zypriotischen Regierungschef Papadopoulos, hat damals den anderen Plan abgelehnt. Das läuft darauf hinaus, wenn man Zypern in zwei Staaten aufteilen würde, dass man Türkei und Israel als Regionalmächte hätte. Now, suddenly we had a fight between Israel and Turkey, okay? And Israel and Turkey were not talking to each other. And then they began to talk about Israel, Greek, Cyprus axis, okay? Three countries together. This, I hope this is true, but I'm not believing this because the Americans are behind Israel and Turkey. And Obama was there last week. And Turkey and Israel now, they're friends again. Okay. Israel und Türkei haben sich aber miteinander zerstritten gehabt und es gab die Hoffnung, dass dass Israel, Griechenland und Zypern sich einander annähern und ein Bündnis machen. Aber es scheint nicht im Interesse der USA zu sein, die sowohl mit Israel als auch mit der Türkei enger zusammenarbeiten und Israel und Türkei scheinen wieder ihre Beziehungen miteinander zu verbessern. Now, the reason I'm saying geopolitical is because if Israel and Turkey become very good friends again, then the natural gas from Cyprus will not come through Greece. It will go through Turkey. That means that Turkey will control all of Europe's gas after that. Den Unterschied dafür, wer das Erdgas bekommt, ist, wenn man auf eine Regionalmacht Türkei eher setzt, dann wird das zypriotische Gas den Weg über die Türkei nehmen und nicht über Griechenland. Dann wird die Türkei entsprechend starke Kontrolle haben über einen großen Teil oder über alles Erdgas, was Europa bekommen wird. Okay, and this is why they're playing geopolitical games, to force Cyprus to accept this. The IMF and Europe suddenly discovered that Cyprus has 10 or 16 billion debt. When Cyprus only asked for 2.5 billion, they suddenly discovered 16 billion. And this is very strange. Zypern wollte nur 2,6 Milliarden Finanzhilfe haben. Jetzt hat man 16 Milliarden an Schulden entdeckt, die Zypern hat. Das ist etwas seltsam. Where did they detect the 16 billion of debt? They announced this last week when the banks opened. They announced that the bailout would be around 16 billion, which is, we in Greece we were very shocked when we heard 16 billion because we know that Cyprus needed, according to the Cyprus government, only 2.5 billion, and to put back. Besides, there was too many liquid money in the banks, in its banks. Now, even with a haircut, they still don't need 16 billion. So we don't know why they're saying 16 billion. We still don't know. Ja, die zypriotische Regierung. Ich hatte gefragt, mit den 16 Milliarden, wo die herkommen. Und die zypriotische Regierung spricht von 2,5 Milliarden, was der Bedarf wäre. Und selbst wenn man Finanzbedarf in Zusammenhang mit dem Haircut betrachtet, sind 16 Milliarden immer noch deutlich über dem Bedarf. Daher weiß man nicht, wofür das restliche Geld gedacht ist. Something else I forgot to tell you. Last year and over the past 5 years, this has been going on. But last year is the newest is last year. Mr. Morningstar from the United States, he's a special
envoy to the State Department, the U.S. State Department, for energy issues, he said it in that Greece and Cyprus has to share. This is exactly what he said. It's energy with Turkey, and Greece and Cyprus cannot manage this. And the reason I'm saying this is because on two paragraphs in the memorandum for Cyprus, the IMF, which everybody knows goes into each country and steals its natural reserves, oil and energy, says to manage the oil and natural gas of Cyprus. Can you repeat the name of the person from the U.S. Foreign Ministry? Yes, Mr. Morningstar. Morningstar? Okay. Yes, Morningstar. Mr. Morningstar, Herr Morgenstern von im US-Außenministerium hat verlautbaren lassen, dass die Griechen und Zyprioten sich ihre Bodenschätze, die Verwaltung ihrer Bodenschätze auch mit den Türken teilen müssten. Und jetzt kommt die Troika und jetzt will die Troika bzw. IWF, der ja zur Troika gehört, der dafür bekannt ist, aus mit seinen Auflagen die Ressourcen der Länder zu stehlen, die wollen jetzt die Kontrolle über das Erdgas haben von Zypern. Wer ist es in the memorandum? Is it under the point energy? Yes, it's under energy. It talks about managing. And this is very wrong because Cyprus is a sovereign state. It does not belong to the IMF, or not for 2.5 billion and now even 16 billion. You cannot take 600 billion or I don't know how many billions of natural gas and oil. Ob ein Land jetzt einen akuten Finanzbedarf hat von 2,5 Milliarden oder auch 16 Milliarden, dafür kann man nicht die Kontrolle abgeben über Erdgas im Wert von grob geschätzt 600 Milliarden. Also, another thing happened last week. When the banks were closed, and I'm very sorry, I'm going to say this for all of my German friends listening, I'm very sorry, but this is what the reports are saying, that 50,000 notes went to Cyprus telling Cypriot citizens to take their money out of Cyprus and put them in German banks. Who has sent these notes? I don't know the details for that. I know that they were trying to force Cyprus citizens to take their money out of Cyprus and send them to German banks. 50,000 Bürger von Zypern sind letzte Woche rausgekommen, informiert worden, angeschrieben worden, und es wurde ihnen empfohlen, ihr Geld weg aus von Zypern wegzunehmen und bei deutschen Banken anzulegen. Aber was jetzt nicht die Details, wer zypriotischen Bürgern das empfohlen hat. In Greece they did this. A lot of people took out their money and they sent it to German banks. And Mr. Schäuble came out after, and Mrs. Merkel, no, Mrs. Merkel is very nice. I like, I'm not crazy about her, but I like her. She's okay. She's nice to the Greek people. Mr. Schäuble, though, he came out and he said, because Germans are better, because we're better, people are jealous of us. He said this in his statements. And today, I read from the Greek newspapers that the Deutsche Bank has a $12 billion deficit. And now I understand why they were sending all these
messages to Greece, and I don't know if they sent them to Greece, but I know they sent them to Cyprus for the all the deposits to go into German banks. Es haben auch viele Leute von sich aus Geld angelegt. Viele Griechen haben ihr Geld nach Deutschland gebracht und dort angelegt. Und ja, der deutsche Bundesfinanzminister wird zitiert, dass er eben gesagt hat, dass die Deutschen eben, wenn ich es richtig verstanden habe, besser mit Geld umgehen können. Und die deutsche Bundeskanzlerin, die tritt nicht so auf. Und die, Marina Spanos findet sie einiges sympathischer und als unserem Finanzminister. Und es ist vor kurzem gemeldet worden, dass die Deutsche Bank ein Defizit von 12 Milliarden habe. Und da sieht es so aus, dass auch das ein Grund sein könnte, warum man jetzt zypriotischen Bürgern empfiehlt, ihr Geld in Deutschland anzulegen. And something else that came out last week from Cyprus was that aside from the notes that were going, the 50,000 notes that were telling Cyprus citizens to take out their money, there was also they were also telling Cyprus citizens to take their money to Lithuania or Latvia. I'm not sure which one. I can't say 100%. But this is because Lithuania and Latvia have German banks. And all this information was coming out from Germany to Cyprus. And it shocked us. It shocked us because they want to make the crisis bigger than it is. It's I don't understand why. I explained before that it's only 2.5 billion. I don't know where they came up with 16 billion. Do you know who has recommended take the money to Lithuania or Latvia? I don't know who recommended this. I cannot say. I think it's some agencies in Germany. I really think it's some agencies that deal with bonds and things like that. But I don't know the details. I'm only telling you what the Greek press is saying, the Greek and the Cyprus newspapers, what they are writing. This is what they are writing. And it's a shock because they want to make a bigger crisis than it is. And this is what's shocking. Griechische und zypriotische Medien berichten, dass eben aus Deutschland Meldungen kommen, vermutlich von Firmen, die Empfehlungen geben, wie man sein Vermögen anlegt, dass man eben nach statt in Zypern jetzt in Litauen oder Lettland anlegen sollte und möglicherweise auch da eben, weil dort bei deutsche Banken mehr vertreten sind, noch Fragezeichen. Aber es wird auf jeden Fall als einen Schock wahrgenommen, dass man die Krise damit größer macht, indem man empfiehlt, das Geld aus dem Land rauszuholen. I would like to pose to look at the Memorandum of Understanding. Ich möchte gerne das Memorandum of Understanding anschauen. What do you think about the credit conditions? I think they're ridiculous, because I'm going to repeat. 2.5 billion for all this austerity they're asking Cyprus, like everything that Greece went through for the past 4 years, they're going to do to Cyprus now in less than 2-3 weeks. Alles, was it's a tragedy. It's a tragedy. Tragödie für 2,5 Milliarden wirklichen Finanzbedarf. All das, was man in Griechenland in den letzten Jahren gemacht hat, wenn man jetzt in Zypern in 2 bis 3 Wochen machen, ist eine Tragödie. I have seen, I think they also strongly focus on reducing the pensions. For example, in the public sector, the pension is going to be reduced to not more than 50%. Of the last wage that someone has reached before going before getting my the friend, pension.
My friend, you know, I think this is a problem in some countries in Northern Europe. For instance, Finland, Sweden. You know that in Sweden last week, one minister said that the age for retirement should be 75. He said this. He made this proposal. So when people think like this, they want to hit the pensions, they want to hit social care, they want to hit medical care, they want to hit these things, they want to impose terrible austerity to all of Europe slowly, because this is not just Greece, this is every country in Southern Europe, okay, every single country. And don't think for one minute that this is not going to come to Northern Europe after the elections in September in Germany. Of course it is, because the goal is austerity to challenge and to challenge China. This is what it's about. It's to challenge China, because China is coming out to be a really big power, and Europe wants to challenge China. This is ridiculous. Diese Sparmaßnahmen, die man hier macht, es geht gegen nicht nur gegen die Renten, es geht auch gegen das Gesundheitswesen. Und in Schweden macht man es etwas anders. Da versucht man, das Rentenalter auf 75 zu erhöhen. Der Vorschlag ist ja noch in den Raum gestellt worden. Und das Ganze ist auch für Nordeuropa zu befürchten. Nach den Bundestagswahlen in Deutschland wird es wahrscheinlich auch in den nordeuropäischen Ländern losgehen. Es erweckt den Anschein, als ob man im Wettbewerb mithalten will mit China. Das ist lächerlich, da Soziale so weit zu senken, damit man mit China im Wettbewerb mithalten kann. It seems to me it looks a bit like the situation at Greece at 2011. I think that the situation at Greece now is worse than what this memorandum does to Cyprus. Sieht für mich exactly. so aus, dass 2011. Exactly. This is what I'm trying to say. The Troika did not do a good job in Greece. It is making one mistake after another. Right now, the unemployment, the official unemployment, is 26.6 or 26.7, the highest in Europe, okay? And this is just the official. The non-official, because a lot of people don't report losing their job, could be maybe 35% to 40%. Half the population is not working. Half the population, there's no money. People are hungry. They're starving. Companies are closing. Historical companies are closing. So the Troika's recipe for Greece is not working. I do not understand why they're continuing with this. Die Rezepte der Troika für Griechenland funktionieren nicht. Zwischen 26 und 27% sind offiziell arbeitslos. Viele melden sich gar nicht mehr arbeitslos. Die tatsächlichen Arbeitslosenzahlen dürften eher zwischen 35 und 40% liegen. Es ist schwer verständlich, warum die Troika immer weitermacht, wenn diese Rezepte nicht funktionieren. Wenn ich mir das Gesundheitswesen anschaue, da fällt mir auf, dass vor allem eine Positivliste für medizinische Leistungen gemacht werden soll. Und aber Sie sprechen nicht darüber hinaus von so hohen Selbstzahlungen und Zuzahlungen. I see, if I look at the credit conditions regarding healthcare at Cyprus, they impose a positive list for medical services, with what is reimbursable, but they do not speak so much about co-payments or self-payments as they do at Greece.
Cyprus had, because after the war with Turkey, the Ottomans, the England was in Cyprus for a very long time. So they have a British system, and they work their public service services are very, very good. The Medicare, the social services, they're very, very good. It's not like Greece. It's two different things. In Zypern haben sie ein medizinisches System, vielleicht eher mit Großbritannien vergleichbar. Es ist sehr gut. Es ist nicht mit Griechenland vergleichbar. But I don't know what's going to happen now with the austerity. It's this austerity that is killing everybody, because I don't understand something. Even Greece, we've been saying it from day one, the people who did the statistics, they said it, that they were fake statistics. In Cyprus, we see that from 2.5 billion, suddenly it's 16 billion. What happened? Where is all this money going? Why are they making more debt? You can't keep the euro from making debt. They're making these kind, just like Greece, they're making us have more debt than we probably had. Ja, noch hat im Zypern ein besseres Gesundheitssystem, aber man weiß nicht, was passiert, wenn sie diese Auflagen alle durchsetzen, was dann davon übrig bleiben wird. Und dieser 2,5 Milliarden tatsächlicher Finanzbedarf, nun sollen es 16 Milliarden sein, man weiß nicht, wo der Rest des Geldes hingeht. Es scheint so, dass man die Schulden erhöhen will, dass man da gar nicht helfen will. Something else that's very important. If they talk about Cyprus being a tax haven for the mafia, okay, this is what all the reports said, that the Russian mafia had its money there. Yes, it did. But the Russian mafia is not only in Cyprus. The Russian mafia is in London. The Russian mafia is in Malta. The Russian mafia is in Luxembourg. The Russian mafia is everywhere. Just like all the oligarch all over the world, or people who have a lot of money, they have their money in Panama, in the Virgin Islands, in, Cayman Islands, in Singapore. They have their money in tax havens, okay? If they attack Cyprus for being a tax haven, they have to do the same for Luxembourg, they have to do the same for Malta, they have to do the same for London. But will they do it? No, I don't think so. Es stimmt, dass russische Oligarchen viel Geld in Zypern angelegt haben, aber nicht nur dort. Auf jeden Fall auch in Malta, in Luxemburg, in London. Und viele Leute haben hier Schwarzgeld angelegt auf den Virgin Islands, Kaimaninseln, Panama. Zumindest diese übrigen europäischen Steueroasen wie Malta, Luxemburg und London, da müsste man genauso gegen vorgehen. Genauso wie man das jetzt als Grund nimmt, um mit Zypern Auflagen zu machen. And something else. The austerity that they put on Greece and Cyprus, and they're going to put the same austerity on Cyprus now, just like Greece, is unique. But look what happened in Ireland. Did they do the same in Ireland? No. You know why? Because the British people have their money in Ireland. Did they do the same thing in Portugal? No, because the Spanish have their money in Portugal. Italy, which has a huge problem, is not being touched. You know why? Because of the Vatican Bank. Nobody's touching Italy. Why Greece and Cyprus? Because we are alone? No, it's because of the natural oil and gas. That's why. Warum macht man das mit Griechenland? Warum macht man das mit Zypern? Warum macht man denen so einzigartig harte Auflagen im Vergleich zu anderen? Warum sind die Auflagen noch viel härter als in Irland oder in Portugal? Und warum lässt man Italien in Ruhe, was ein riesiges Finanzproblem hat?
Das hängt damit zusammen, auch dass die Engländer haben ihr Geld in Irland angelegt, Spanier in Portugal. Aber der eigentliche Grund ist wegen des Erdöls und vor allem Erdgas, was es in Griechenland und in Zypern gibt. And something else. Why they don't tax? Oh, sorry. And what something they the, what they did in Cyprus? They taxed the rich people, which is good. I'm 100%. I don't care if they tax people, okay, in the bank. Mm. But I found out last week. I think I told you this last time we spoke on the phone. That the European Union guarantees deposits of 100,000 to all its citizens only until 2015, when the banking union happens and all the banks are one, then the ECB is not going to guarantee this. So our deposits in the bank are only guaranteed until 2015. Die Europäische Union garantiert Sparguthaben bei den Banken bis 2015. Dann will man die Bankenunion machen und danach werden die Guthaben bis 100.000 nicht mehr garantiert. Danach sollen praktisch alle Banken wie eine Bank sein. What does it mean that they guarantee up to 100,000 euros? Yes, every country now, if something happens, they guarantee the citizens' deposits up to 100,000 euros, okay? From taxpayer money? Yes, yes, okay. Up to 100, this is guaranteed. And this is not only from Greece. Greece did this in 2008 with Mr. Karamalis. When the crisis began, he guaranteed deposits right away, 100,000. And then the European Union did the same thing for every country, did the same thing. But I found out last week that this is going to finish in 2015 with a banking union. In the beginning or at the end of 2015? The end of 2015. Okay. Also der ehemalige griechische Premierminister 2008, Herr Karamanlis, hat garantiert für griechische Sparguthaben mit Steuermitteln bis zu 100.000 jeweils. Und das hat die Europäische Union aufgegriffen und das hat man jetzt europaweit gemacht, aber eben bis Ende 2015. Does it mean within the European Union or within the Eurozone? Sorry, within the Eurozone. And something else. Dijsselbloem, who I think he took over the Eurogroup. Yes. Yes. He said this. He said last week that depositors, this is what he said, depositors will now become investors. He's going to change the term from depositor to investor. Someone who puts their money in a bank is not an investor. People who buy bonds are investors, not people who put their money in a bank. Ah, okay. And you know why he said that? He said that because then the ECB can say, okay, I'm taxing you 10%, I'm taxing you 20%, I'm taxing you 50%, as much as it wants. If there's a banking union after, what are we going to do? We won't be able to do anything. We're going to say, yes, yes, okay, tax. Now we have a guarantee. After 2015, there's no guarantee. We're going to be investors. We're not going to be depositors. Ah, okay. Bis 2015 haben wir sogar eben diese Garantie für unsere Sparanlagen bis zu 100.000. Aber nach 2015, dann werden wir nicht mehr, werden wir mit unseren Guthaben bei der Bank nicht mehr als Depositors, als Sparanleger gesehen, sondern als Investoren.
Und der Unterschied macht dann auch aus, dass man dann die Anlagen eben auch leichter wegbesteuern kann. Das ist wohl der Sinn der Sache. In der Richtung hatte sich auch Herr Deisselboom, der heutige Chef der Eurogruppe, geäußert. Das betrifft jeweils die Staaten der Eurozone, nicht alle Staaten der Europäischen Union. I have found something very important on the Memorandum of Understanding with the credit conditions for Cyprus. There's a short point, public debt management. They oblige Cyprus to make a law on public debt management. And I think that it's very important to look what is included in this law, because one of the laws which have accompanied in Germany the law consenting to the ESM, in one of these laws, in Germany, the law on public debt management has been changed, and there has been included the prescriptions for the state insolvency mechanism, which is going to be a part of the ESM, but which is not inside the ESM, but is connected to it. And would be very interesting if in this law, which Troika now wants that Cyprus makes it, if there's also this state insolvency procedure included. Yes, I think that's what it's about. And, you know, it's the draft memorandum. It's not the final. Ah, okay. They still can include the draft more. Ah, okay. But the management, notice the words management. It means that Greece, Cyprus, Italy, Portugal, Ireland, we're not going to be individual countries anymore. Once the banking union happens, it's going to be like the United States of Europe. You understand? Yes. There's no sovereignty. There's no sovereignty after that. Ich habe erwähnt, dass in dem Abschnitt Public Debt Management, öffentliche Schuldenmanagement gegenüber den Auflagen gegenüber Zypern, eine Auflage ist, ein Gesetz anzunehmen für die Einführung eines Bundesschuldenwesengesetzes, und das in Deutschland einem der Begleitgesetze zum Zustimmungsgesetz zum ESM-Vertrag dieses Gesetz für Deutschland die Vorschriften eingeführt hat für Staateninsolvenzverfahren, dass ich den Verdacht habe, dass man das Gleiche jetzt in Zypern machen will. Und ja, das kann Marina Spanner sich auch vorstellen, und dass auch vor allem, wenn dann danach noch die Bankenunion kommt, dass uns das noch mehr die Souveränität wegnehmen würde. If this was a democratic Eurozone, okay, then there would be no if it was democratic, then why are the problems of such terrible austerity only in the south of Europe, when Holland has a very big problem, you know? But why isn't anybody touching Holland? Wenn das eine demokratische Eurozone ist, warum sind dann angeblich diese großen finanziellen Probleme nur im Süden Europas? Wenn Holland ein großes finanzielles Problem hat, warum wagt es keiner, warum berührt keiner Holland? I'll tell you something. Greece needed reforms. This I guarantee. I support the Troika on that. And Germany, I like the way Germany operates, because I'm from Canada, and we operate the same way. Okay, very hardworking, very strict, very disciplined, very. Greece was not like that. Yes, reforms were necessary, but when people do not have any work, when people do not have medical care,
when people are sleeping on the streets, when people are hungry, when people do not know how to make it throughout the day. And the only thing the Troika cares is to get its money. This is ridiculous. Something has to be done because people are dying. Over 4,000 people have committed suicide in Greece because of money problems. Thousands of people are sleeping on the streets. Something has to be done. This is not democratic. Europe is operating like a company. It's not operating like a solidarity between countries. This is not the Europe everybody wanted. You can't have such a difference from the North and the South. There's too much suffering in the South now. Marina Spanos findet es positiv, vorbildlich, wie effizient die Menschen arbeiten in Deutschland und in Kanada. Und Reformen, ja, sind notwendig in Griechenland, damit in Griechenland die griechische Wirtschaft genauso effizient ist. Aber es kann doch nicht sein, kann doch nicht richtig sein, wenn Menschen obdachlos sind, wenn Menschen hungern, wenn Menschen nicht wissen, wenn sie medizinisch nicht versorgt sind, wenn 4000 Leute schon Selbstmord begangen haben wegen finanziellen Problemen, wenn Menschen nicht wissen, wie sie den Tag überleben sollen, wie sie nötigen Mittel haben, um den jeweiligen Tag zu überleben. Das kann ja wohl nicht richtig sein. Und wenn die Troika nur an ihr Geld denkt und überhaupt nicht an die Menschen, das kann auch nicht das Europa sein, was viele Menschen wollen. Das ist ein ganz anderes Europa, das wird geführt wie eine Firma. Da geht es nur um Geld, der Troika, und gar nicht um die Menschen. Ich möchte noch fragen bezüglich der Sonderwirtschaftsgebiete. I would like to pose a question regarding the special economic zones. Sind diese immer noch in der Diskussion, still debated? Yes, well, listen, because they have very negative, people are very negative to this. The government is not saying a lot, but they have mentioned the economic zones in the northern region of Greece. And I think this is why they want to make our country very, very poor, so that people can accept jobs for 200 and 300 euros a month. 200 and 300 euros a month. That is so ridiculous when the gas to drive your car is more expensive than Germany, when the milk is more expensive than Germany. You know, can you imagine living with 300 euros a month? You can't live. You know, but they're planning this, and they're planning this in northern Greece, okay? And that's why I think they've moved a lot of illegal immigrants to northern Greece from Pakistan, from Bangladesh, from all these countries, because these people will work, because Greek people will not go to work for 300 euros a month, because you cannot live. You know, I mean, let's not be ridiculous. Before we made one-third what the European worker made, one-third. Now we're making 10%. How much less can people make? You mean that in comparison to an average European worker? Yes, for instance, I found out that a teacher in Cyprus, okay? I'll give you one example. A teacher in Cyprus was making 3,500 euros a month, which is a very good salary, okay? Mm. Whereas a teacher in Greece was making 1,400 a month. Okay. And with the cuts, they're going to go lower. That's the public sector, which has very good salaries. The private sector does not have the same salaries. And the private sector in Greece is so corrupt, it's so bad, that even if you lose your job, even if you want to complain,
You can't do that because nobody's gonna care. You can never. The public system is very, very corrupt. Okay, so you don't. You have no place to complain. So if your boss wants today, he can pay you, and then he can pay you 6 months later, and we can't do nothing about it. The citizens, innocent people, they're victims here in this country. Victims. Vor den Sparmaßnahmen hat man in Griechenland schätzungsweise 30% verdient im Vergleich zum europäischen Durchschnitt. Jetzt nach den Sparmaßnahmen ist es oft 10%. Zum Beispiel in Zypern verdienen zum Beispiel Lehrer zum Teil sehr gut. Also ein zypriotischer Lehrer verdient vielleicht 3.500 Euro, während ein griechischer vor den Sparmaßnahmen 1.400 Euro verdient hat. Diese Sonderwirtschaftszonen, die sollen dazu führen, dass man sogar für 200 oder 300 Euro pro Monat arbeitet. Man muss sich aber auch vorstellen, dass die Lebenshaltungskosten in Griechenland bei einigen wesentlichen Produkten teurer sind als in Deutschland, zum Beispiel bei Milch, zum Beispiel bei Sprit. Diese Sonderwirtschaftszonen will man eher im Norden Griechenlands machen, und man hat zum Beispiel auch Flüchtlinge dort angesiedelt. Da wirft sich die Frage auf, ob man diese Flüchtlinge zum Beispiel auch aus Pakistan und aus Bangladesch, ob man die dann zu den Billigarbeitnehmern machen will für diese Sonderwirtschaftszonen. Now, there's something you have to know about the area where they're planning the economic zones is the area of Thrace, okay? It's called the area of Thrace. And this area is quite controversial because this area, the Turkish consulate there, there's an embassy in Athens, but there's a Turkish consulate in this area, which is trying to make everybody if you're from Pakistan or if you're from Bangladesh, they want to make you Turkish. So they're trying to promote Turkish Islam, okay? So they're not teaching Islam, they're teaching Turkish Islam. Very big difference. And we are hearing reports in Athens, okay, that they're doing this because they want to autonomize this area. If they do that, this is the western part of this region. If they do that, there's a lot of scandal there, because Turkey will want this region after for itself. But that's not why it wants it. You know why it wants it? Because it can make a straight line in the Aegean Sea all the way down to Crete to make half of the Aegean Turkish and the other half Greek. That's why I told you this is geopolitical. Everything that is happening in Greece, the crisis, is geopolitical, just like Cyprus. But people are seeing it now in Cyprus. They did not see it in Greece. Now they're starting to realize it in Greece. Now they're starting to realize it. In Griechenland, eine Region, wo man diese Sonderwirtschaftszone machen will, ist Thrakien, in der Nähe der Türkei, wo es eben auch muslimische Minderheit gibt und wo auch Türken auch versuchen, muslimische Zuwanderer zu überzeugen, eben von der türkischen Lesart des Islam, also unter türkischen Einfluss zu bringen, auch aus strategischen Interessen, auch um stärkere Position zu haben, einen größeren Teil der Ägäis dann auch darauf Anspruch haben zu können. Turkey, listen, we have our differences with Turkey. But we are European, okay? Turks are not Europeans. Big difference. We are European, and we have to be protected by Europe, right? And I'm asking, where is Europe?
with this big illegal immigration problem? Where is Europe with all this tragedy in the hospitals? Where is Europe where people dying in Greece and, you know, on the streets and they have no food to eat? Where is Europe? Where is Europe when more than 30% of the population has no job? Where is Europe? Is this the Europe that everybody wants? Is it? Because me, I'm shocked. I am one, and you know something, my friend? I'm not a progressive leftist. I'm a capitalist, okay? I'm a capitalist, but I'm shocked because this kind of austerity is only in communism. It's not in capitalism. These kind of measures are only in communist, in a communist country, not in a democratic country. There's no democracy here now. This country is finished. They destroyed our country. Ja, Griechenland ist Teil der Europäischen Union, ist Teil Europas. Die Türkei ist kein Teil der Europäischen Union und müsste die Europäische Union Griechenland dann nicht beistehen? Wo ist diese Europäische Union, wenn die Menschen auf den Straßen verhungern, wenn die Menschen keine Medizin haben, wenn die Menschen arbeitslos, obdachlos sind, wenn so viele Flüchtlinge, wenn man Griechenland so mit dem Flüchtlingsproblem alleine lässt und diese Art von Sparmaßnahmen, Marina Spanos sieht sich selber eher als kapitalistisch, nicht als weniger als progressiv, sondern eher als kapitalistisch. Aber solche Art von Sparmaßnahmen hätte sie eher in kommunistischen Ländern erwartet. Und diese Sparmaßnahmen machen das Land kaputt. I'll give you an example. Because I'm from Canada, when I pay my taxes in Canada, I know that the country will give me Medicare, medical service. You will give me job opportunities, unemployment, social services. Okay? Mm. When you cut all these things from the people and you just want money, what's left for the people? This is what I'm trying to understand. You know, I don't understand what Brussels is trying to do. All these things are destroyed in Greece. And they're going to do the same thing now in Cyprus, but more fast, in fast forward. In Kanada zahlt man auch seine Steuern, aber da hat man dann dafür auch ein vernünftiges Gesundheitssystem, gewisse soziale Absicherung. Und genau diese Dinge, die werden alle zerstört in Griechenland. Und in Zypern fängt man das Gleiche an, nur mit noch größerer Geschwindigkeit. Und was bleibt dann überhaupt noch für die Steuerzahler? I don't know. I think the citizens of Europe need to come together. Because we have to force our governments to listen to us. This cannot continue. When I hear the Swedish minister saying that he wants retirement at 75, he's a diplomat. He's not somebody like you and me who can just say our opinion. He's a politician. And when a politician says that, he doesn't say it just like that. He says that maybe because there's a plan, okay? If they do that in Sweden, then what happens with the rest of Europe? Europeans need to come together, and we need to talk to our governments, and we need to force our governments to listen to us. This cannot continue, and they cannot separate the north from the south. If this is the plan, then I'm very sad. If this is the plan, if the plan is to just for the gas and the oil, it's more geopolitical,
again, I'm very sad. Okay, because we will still have the debt, but our oil will be Europe's. Okay, if that's the plan. If the other plan is to keep them the euro by making the South very poor, that's very sad too. Something has to happen, because enough. People have had enough. I'm very afraid for the European Union, and I'm very afraid for the people of Greece, because people are ready to crack. They're ready to crack. Okay. Es ist jetzt entscheidend, dass die Menschen in Europa zusammenstehen, was auch immer das Ziel ist, was man da verfolgt, ob man die Europäische Union in einen nördlichen, einen südlichen Teil spalten will, ob es um das Öl und das Gas geht, Geopolitik im Vordergrund steht, oder ob man den Euro retten will und dafür dann bereitwillig die Länder im Süden Europas total verarmen will. Das ist alles nicht in Ordnung, da muss was geschehen. Und Marina Spanders macht sich große Sorgen um die Europäische Union als solche und vor allem auch um die Menschen in Griechenland. Many thanks for the interview. Thank you for leaving me say Greece's the position of Greece. Thank you so much. You guys have been very good friends to me. Thank you very much, and thank you for allowing me to ask for help for Elas Frappe. Thank you. Make a wish on whispered stars for a road and faster car. And wait, see if it comes true. For a house on distant streets, dream of nights in softer sheets. There's beach. So I know you're tired, so leave it to the tide and that next light. When word is right, come sailing home, let the dark subside. Just leave it to one side, I'm on your side.
come sailing home. Let the dark subside. Just leave it to unsaid. I'm on your side. Nun kommt der dritte Teil der Sendung Macht und Menschenrechte auf Radio Jungle Drum am Donnerstag, dem 4.4.2013. In der Ankündigung war das noch nicht drin gewesen, aber manchmal überschlagen sich die Ereignisse. Gestern, top aktuell, 3.4.2013, gab es eine Meldung im Spiegel. Atomkonflikt mit Iran, Gutenberg gibt Merkel Ratschläge, stand dort. Und diese Meldung ist, Gott sei Dank, gestern war das 19 Uhr, heute um 0.47 Uhr auch schon auf IRIB zitiert worden. IRIB ist ein deutschsprachiger iranischer Sender. Ex-Verteidigungsminister Gutenberg fordert Kriegsvorbereitungen gegen Iran. Es geht darum, dass angeblich der ehemalige Bundesfinanzminister Karl Theodor zu Gutenberg befürchtet, und nicht nur er, sondern auch ein Herr Ulf Gartze, Chef des Washington-Büros der CSU-nahen Hans-Seidel-Stiftung, hat er sich dazu genommen, dass der Iran möglicherweise Deutschland sich darauf vorbereiten sollte, wie es Israel unterstützen könnte nach möglichen Luftangriffen gegen den Iran. Und Befürchtungen der deutschen Bundesregierung, dass solche Notfallplanungen dazu führen könnten, Israel zu ermuntern, den Iran anzugreifen, hat zu Gutenberg wohl zurückgewiesen. Laut dem Spiegel-Artikel ist zu Gutenberg heute bei einem Center for Strategic and International Studies, CSIS, und hat dort ein eigenes Forum für transatlantische Beziehungen. Was der Spiegel dabei nicht beleuchtet, ist, dass zu Gutenberg aber auch einer der Lobbyisten von European Council on Foreign Relations ist, ecfr.eu. Was wiederum so der europäische Ableger von Council on Foreign Relations ist, cfr.org. Und dass zu Gutenbergs Verhältnis zum Iran eine etwas längere Geschichte hat. Und darüber haben wir auf unserem Politikblog berichtet im Jahre 2010. Damals hat der Spiegel ihn noch sehr gelobt in dem Artikel Die fabelhaften zu Gutenbergs, Paarlauf ins Kanzleramt, wo man meinte, nur noch Herr Dr. Seehofer könnte es verhindern, dass er CSU-Chef wird, und nur noch Dr. Angela Merkel stünde ihm auf dem Weg zur Kanzlerschaft im Wege. Und damals war zu Gutenberg noch deutscher Verteidigungsminister, aber auch schon ECFR-Lobbyist, und seine Frau hat für Internetsperren lobbyiert. Zeitgleich parallel zu der, als damals die neue NATO-Strategie verhandelt wurde und die entworfen wurde von der CFR-Lobbyistin, also amerikanischen Originaldenkfabrik, Madeleine Albright, was eine Isolierung des Irans beinhaltete, der Entwurf, das Diskussionspapier dazu, was aber dann nicht aufgenommen wurde in die Strategie. Anfang 2012 gab es einen erneuten Vorwurf. Wieder ECFR-Lobbyist zu Gutenberg hat lobbyiert für einen Entwurf einer angeblichen EU-Datenschutzverordnung, was aber in Wirklichkeit eine EU-Zensurverordnung ist. Das Aktenzeichen ist 2012-00-11-COD zusammen mit Nelly Kroes, EU-Internetkommissarin, die 2011 auf der Bilderberg-Konferenz war, wo einer der Tagesordnungspunkte auch Internet ist und wie man damit umgeht. Wir finden unter www.bilderbergmeetings.org sogar auf der offiziellen Bilderberg Webseite, nicht nur auf Webseiten von Bilderberg-Kritikern. Und jetzt kommt zu Gutenberg angebliche Sorge bezüglich Israel und
Gott sei Dank, der Spiegel ist inzwischen kritischer geworden. Er hat ja nicht nur von uns, auch von anderen eine Menge Kritik damals abbekommen bezüglich des Hochlobens von Gutenberg. Heute berichtet er wie ein ganz normales Medium, wie man es von einem investigativen Medium denken würde, kritisch, hat nur den ECFR nicht mit im Blick, informiert darüber über diese neue strategische Zentrum für strategische und internationale Studien. Der Punkt ist, diese angebliche EU-Datenschutzverordnung, das soll im Juni beschlossen werden auf EU-Ebene und damit würde man, das Kernstück von dem Ding ist, mit Artikel 30 der Datenschutzverordnung, müsste man, bevor man was im Internet über konkrete Personen veröffentlicht, nicht nur diese Person fragen, sondern auch eine Datenschutzbehörde, die letztendlich der EU-Kommission unterstellt ist, und müsste eine Folgenanalyse machen. Und wenn man keine Folgenanalyse macht und die denen nicht gefällt, kann man für jeden Artikel, den man im Internet postet, dann bis zu 1 Million Bußgelder zahlen, nach Artikel 79 dieses Verordnungsentwurfs. Und das wird uns hier präsentiert als EU-Datenschutzverordnung. Wenn das Ding durchkommt, kann man praktisch aus dem Internet, aber nicht nur dort, aber es zielt vor allem aufs Internet, alles mit gewaltigen Bußgeldern belegen, was der EU-Kommission nicht passt. Und EU-Internetkommissarin Nelly Kroes war auf der Bilderberg-Konferenz 2011. Anfang 2012 haben mehrere Leute aus dem CFR-Umfeld dazu aufgerufen gehabt, den Iran anzugreifen. Unter anderem Matthew Krönig in der Zeitschrift Foreign Affairs. CFR.org findet man die, also die eigene Zeitschrift vom Council on Foreign Relations in dem Artikel Time to Attack Iran. Und es hat dazu aufgerufen, ein Niall Ferguson, britischer Historiker, auch aus dem CFR-Umfeld, der wurde 2012 zur Bilderberg-Konferenz eingeladen. Und er ist auch bei der NGO, bei der Denkfabrik Yes Ukraine, auch da war er eingeladen 2012. Auch eine dieser Denkfabriken, die viele Überschneidungen haben mit Bilderberg und mit Council on Foreign Relations von ihren Mitgliedern her. Die Besonderheit ist jetzt, damals, es gab mehrere Vorstöße aus rein im Umfeld des Council on Foreign Relations, dass man den Iran angreifen wollte. Jetzt, und der European Council on Foreign Relations kümmerte sich um die Begleitmusik, Vorstöße für Internetzensur. Und jetzt kommt ein bekannter Lobbyist des European Council on Foreign Relations mit, jetzt nur zitiert mit dem Namen einer unbekannteren Denkfabrik, aber immerhin berichtet der Spiegel drüber, Hut ab, und berichtet kritisch darüber und ruft dazu auf, dass Deutschland dort Truppen hinschickt. Es sieht sehr nach Kriegsvorbereitung aus. Die wirkliche Gefahr ist weder der Iran noch Israel. Die wirkliche Gefahr sind diese Denkfabriken, die sich sowohl einsetzen für Zensur, vor allem Schwerpunkt Internet, weil man da mögliche Kriegslügen am leichtesten entlarven kann, Fragezeichen, als auch einsetzen für ein Anheizen von Konflikten und immer wieder Iran als mögliches Angriffsziel. Und es ist wirklich unglaublich, wie man da die israelische Angst davor, dass die Iraner eine Bombe gegen Israel richten könnten, dass man diese Angst dermaßen missbraucht, um die Israelis zu einem Erstschlag zu verleiten, als ob Israelis und Iraner hier nur als Kanonenfutter dienen sollten. Es ist wirklich beschämend. Und eine traditionsreiche Partei wie die CSU sollte sich vielleicht von solchen Äußerungen distanzieren und vielleicht auch mal über Ausschlussverfahren solcher Mitglieder nachdenken. Bei der nächsten Sendung werden wir uns noch genauer anschauen, was alles so geplant ist zum Thema Internetzensur. Es sind nicht nur diese militaristischen Denkfabriken, es gibt auch noch andere Motive, dass man unliebsame Nachrichten nicht mehr so im Internet sehen will. Da geht es dann um den drohenden Blackout bezüglich Nachrichten und bezüglich Verdunkelung wichtiger Informationen, auch von Informationen über die Finanzkrise, die droht durch diese drastische Internetzensur. Da schauen wir uns das mal noch mal etwas deutlich genauer an. Es ist nicht nur diese Zensurverordnung, die sie machen wollen, die offenbar von
Bilderberg-Netzwerk und ECFR befürwortet wird und wofür man harmlose Datenschutzverbände, wofür man Politiker einspannt, die wirklich das Beste für den Datenschutz wollen und nur nicht die Zeit finden, sich das ordentlich durchzulesen und die Hintergründe nicht kennen. Ja, freuen wir uns auf die nächste Sendung. Sie kommt am 18.04. Und wir werden dort auch noch einige weitere Vorstöße zeigen, was man für Internetzensur tut. Und bis dahin lassen Sie uns alle um den Frieden beten, dass diese Denkfabriken mit ihrem Wahnsinn nicht durchkommen und dass die Israelis und die Iraner besonnen genug sind, sich nicht aufeinander hetzen zu lassen. In diesem Zusammenhang möchte ich auch nochmal auf unsere Sendung hinweisen, wo wir vor kurzem bei Macht und Menschenrechte mal beleuchtet haben, dieses strategische Konzept der angelsächsischen Mission. Das tatsächliche Verhalten der Lobbyisten von CFR, ECFR, Bilderberg, da finden sich immer mehr Parallelen dazu. Und langsam müssen Sie sich mal fragen lassen, ob es dieses Konzept ist, was in diesen Organisationen verfolgt wird. Und was letztendlich dafür ist, im Westen eine Diktatur zu errichten und China als Konkurrenten auszuschalten. Weiß zu Gutenberg davon? Wenn er sich nicht für sowas einspannen lassen will und wenn er wirklich Israel liebt, dann sollte er aus dieser Denkfabrik aussteigen und sich endlich mal einsetzen für einen Dialog zwischen Israelis und Iranern. Dann kann er zeigen, dass er es ernst meint. Schönen guten Abend und danke fürs Zuhören.